Hallo meine Freunde auf YouTube. Da wollte einer mal wissen, wie ich eine Flippergondel baue. Dazu habe ich ein Tutorial vorbereitet. Dazu benötigen wir erstmal folgendes Material. Als Lager einen 4x4 Drehkranz, ein Viertelrund, ein Flügelchen, einen Stuhl, so ein Schiffsbugteil, ein Dachfirst, ein 2x4 mit oder ohne Löcher, das sei euch überlassen. Zwei Stück 1x8 Lochbalken, zwei Stück 1x6 Lochbalken, Viertelrund zwei Stück, zwei Knickelemente, zwei 2x6 flache, ein so ein Liftarm, zwei, einen Pin 1x3, zwei schwarze Pins, einen 1x6, einen 1x8 und ihr werdet das sehen, wie ich das verbaue. Die Trägerteile werden so zusammengesetzt. Ich nehme das 1x6. Stecke den kurzen Pin unten rein, den 1x3 Pin oben rein, steck das dann hier in den 1x8 rein, den schwarzen hier rein, dieses dann, diesen Liftarm dann so, da haben wir so eine Schrägstellung. Das habe ich drüben schon einmal vorbereitet. Das werde ich euch jetzt zeigen dann. So. So. Das ist dann das Gegenstück davon. So sieht das aus. Dann nehme ich die 2x6 Platten. Setzt die vorne und hinten drunter, das andere dann hier dran. Dann habe ich schon diese Basis. Dann habe ich den Drehkranz. Dann setze ich dann den Viertelrund hier an. Das Flügelchen hier an. Den Stuhl da drauf. Das habe ich hier drüben schon mal vorbereitet, das zeige ich euch gleich. Dann nehme ich die 2x4 Platte, die 2x2 Platte, diese orangenen Schrägsteine, ihr könnt auch andere Farben wählen, die setze ich dann so drauf. Das gibt dann die Kopfstütze. So. Dann dieses hier als Gewichtsstück oder als Dekoteil, wie auch immer was. So drauf. Dann nehme ich dieses Knickelement, setze das so auf das 1x4, biege das nach oben und setze das so daneben, dass es dann für die Seite als Seitenstütze. Dann nehme ich eines von diesen blauen oder was auch immer für eine Farbe Teile, setze das an der Seite auf. Das Ganze habe ich hier drüben schon mal fertig gemacht. So. Setze ich jetzt hier auf. Dann haben wir schon mal fast den Teil für die Flippergondel fertig. So. Dann hier vorne den 1x6 drauf als Stabilisator. In der Mitte einen weißen 2x2, damit das nicht auseinanderbricht. Darauf da hinten noch einen 2x2, damit das auch stabil sitzt. Dann hier vorne einen 2x2 drauf in Rot oder welche Farbe auch immer. Den Dachfirst. Dann haben wir schon mal den Grundbau. Dann nehme ich die Viertelrund.
setze die hier oben drauf. Dann setze ich zwei Figuren ein. So. Eine Figur. Noch eine Figur. Dann den 1x8 als Bügel. Und dann haben wir den oberen Bau der Gondel soweit fertig. Diese setze ich dann auf dieses Schrägteil auf. Auf Mitte. Und dann, wie ihr seht, haben wir eine schöne Flippergondel mit Schräglage, die auch schön ausgewogen ist. Und wie ihr das Flipper-Grundteil, das Plafond baut, das ist dann euch überlassen. Auf jeden Fall ist es schön stabil. Soweit erstmal dieses Tutorial.